اهلا بيكم في فيديو جديد. ازيكم؟ عاملين ايه؟ ويا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة. في درس النهاردة هقدم لكم جزء جديد من سلسلة دروس تعلم الألمانية من الشارع الألماني، مع اهم الجمل والعبارات العامية اللي بتستخدم بكثرة في الشارع الألماني. يا رب الدرس يعجبكم والكل يستفيد منه. يلا بينا نبدأ. Die Zeit geht wie im Flug. Die Zeit geht wie im Flug. Die Zeit geht wie im Flug. Oder meine auf Deutsch: Die Zeit vergeht so schnell. Die Zeit vergeht so schnell. يعني الوقت بيمر بسرعة جدا. Das ist ein Ausdruck, den wir benutzen, um zu sagen, dass die Zeit sehr schnell geht. Das heißt zum Beispiel, wie ein Trösten für eine verletzte Person manchmal oder eine Warnung, was keine genug Zeit für etwas gibt. يعني ده مصطلح بنستخدمه للتعبير عن مدى ان الوقت بيعدي بسرعة جدا. ممكن مثلا في مواقف المواساة لشخص مجروح او شخص زعلان على وفاة شخص، وممكن برضو كتحذير ان انت ما عندكش وقت كفاية، فخلي بالك الوقت بيفوت بسرعة. Jetzt führe ich euch drei Situationen, in denen diesen Ausdruck benutzt wird, um den Ausdruck klarer zu machen. دلوقتي هنشوف موقف اتقال فيها المصطلح ده عشان يكون أوضح بالنسبة لنا. Das erste Beispiel. المثال الأول، في اتنين بيتكلموا. A بيقول: Hast du noch die Hausaufgaben nicht erledigt؟ هو أنت ما عملتش لسه واجباتك؟ فبي بيرد عليها أو عليه بيقول: Nein, weil ich meinem Freund telefoniert. لا، عشان أنا دلوقتي بتكلم في مع صديقي في الهاتف. فبترجع تاني اه ترد عليه: Aber du musst deine Aufgabe noch nach zwei Stunden von jetzt aufgeben. يعني انت لازم تسلم واجباتك بعد ساعتين من دلوقتي. Und die Zeit geht wie im Flug. Du weißt das, du musst anfangen. والوقت بيعدي بسرعة جدا وانت عارف انك لازم تبدأ. Noch einmal تاني: Aber du musst die Aufgaben nach zwei Stunden von jetzt aufgeben. Und die Zeit geht wie im Flug. Und die Zeit geht wie im Flug. Du weißt das, du musst anfangen. Hier gibt es die Funktion von Warnung, dass es keine mehr Zeit für etwas gibt. وهنا كانت الوظيفة اللي احنا ذكرناها التحذير إن مفيش وقت كافي. Das zweite Beispiel, المثال الثاني. Dein Schmerz wird nicht lange anhalten. يعني ألمك لن يستمر طويلا. Die Zeit wird wie im Flug gehen. الوقت هيمر بسرعة. Noch einmal, تاني. Dein Schmerz wird nicht lange anhalten. Die Zeit wird wie im Flug gehen. Dein Schmerz wird nicht lange anhalten. Die Zeit wird wie im Flug gehen. Das dritte Beispiel, in Michael Italit. Die Prüfung war sehr lange. الامتحان كان طويل. Und ich habe viele Fragen nicht erledigt. وفي أسئلة كتير قوي ما حلتهاش. Aber konnte ich die zwei Stunden nicht teilen. وما عرفتش أقسم الوقت. Die Zeit ist wie im Flug gegangen. الوقت كان بيعدي بسرعة جدا. Noch einmal, تاني. Die Prüfung war sehr lang. Und ich habe viele Fragen nicht erledigt. Aber konnte ich die zwei Stunden nicht teilen. Die Zeit ist wie im Flug gegangen. Die Zeit ist wie im Flug gegangen. Nummer 2.
الأوسدروك التاني alleine gut kommen alleine gut kommen alleine gut kommen وده معناه auf Deutsch eine Person, die wieder in einem guten psychologischen Zustand ist. يعني شخص يكون لوحده في حالة جيدة. يعني يعتمد على نفسه عشان يبقى كويس. حالة نفسية جيدة. Alleine gut kommen. Dieser Ausdruck bedeutet, dass man keine Hilfe braucht, um wieder nach einer schlechten Phase gut zu sein. Er will alleine weiterziehen. يعني المصطلح ده معناه ان شخص مش محتاج مساعدة عشان يرجع كويس تاني او بمعنى اخر انه عاوز يعدي مرحلة وحشة لوحده زي بنقول دايما بالانجليزي مثلا moving on. Lass uns jetzt einige Situationen, in denen wir die Bedeutung von diesem Ausdruck sehen können. تعالوا نشوف دلوقتي شوية مواقف توضح أكتر معنى المصطلح ده. Das erste Beispiel, المثال الأول. Ich komme immer alleine schon gut, wenn ich weniger Zeit habe. هو بيقول أنا بكون دايما بخير بمفردي أو لوحدي عندما أواجه وقتا عصيبا. Ich komme immer alleine schon gut, wenn ich weniger Zeit habe. Ich komme immer alleine schon gut, wenn ich weniger Zeit habe. Das ist zweiter Beispiel, in المثال الثاني, هو برضو حوار بين اثنين. فأ بيقول Ich bleibe hier, أنا هفضل هنا, ich will dich nicht allein lassen, مش هينفع أسيبك لوحدك, أو مش عايز أسيبك لوحدك. فب بتقول Nee, ich brauche mich nur zurückzuziehen. Nee, die sei nein, يعني لأ. Ich brauche mich nur zurückzuziehen, يعني عايزة أنزوي على نفسي, يعني أقعد لوحدي, أريد أن أنزوي على نفسي. انزوي على نفسي الجلوس بمفردي. فبيرد عليها Du siehst sehr deprimiert aus. Wie kann ich nur gehen? إن تبدو مكتئبا جدا أو تبدين مكتئبة جدا كيف يمكنني الذهاب؟ فهنا هتقول العبارة Mach keine Sorge, ما تقلقش. Ich komme alleine schon gut, glaub mir. ما تقلقش قريب هكون بخير لوحدي صدقني. يعني هعرف إن أنا أتخطى ده لوحدي ما تخافش. تاني Mach keine Sorge, ich komme alleine gut, schon gut, glaub mir. احنا شفنا بس مثال كبير شوية علشان نعرف ازاي بيجي في كونتكست ازاي بيجي في حوار. طيب das dritte Beispiel, المثال التالت. Sie braucht immer niemand. هي دايما مش محتاجة لحد. Sie ist so stark. قوية جدا. Auch wenn ihre Mutter gestorben ist, حتى لما مامتها توفت, ist sie alleine wieder gut gekommen. برضو تحسنت بمفردها. يعني ما كانتش في حد جنبها. Noch einmal. Sie braucht immer niemand. Sie ist so stark. Auch wenn ihre Mutter gestorben ist, ist sie alleine wieder gut gekommen. Sie braucht immer niemand. Sie ist so stark. Auch wenn ihre Mutter gestorben ist, ist sie alleine wieder gut gekommen. Nummer 3, Ausdruck Nummer 3, im Mustalah التالت, vor Angst zucken, vor Angst zucken, vor Angst zucken. Da meine auf Deutsch, sehr ängstlich ist. يعني حد خايف جدا. Man verwendet diesen Ausdruck, wenn man Angst hat oder man in sehr schwieriger Situation ist. نستخدم المصطلح ده لما نكون في موقف صعب قوي أو خايفين جدا من حاجة. Das erste Beispiel, المثال الأول. Sie sah ihm tief in die Augen und sie sah nichts mehr als seinen Wunsch nach Rache. Marla zuckte vor Angst,
فين إيه لشلته. نظرت لي بعمق وما شافتش أكتر من رغبته في الانتقام، فارتعشت مارلا خوفا عندما ابتسم، وده معناه الحرفي هنا إن هي كانت خايفة جدا. تسوكت فو أنجست، هي وتسوكي لوحده معناه يرتعش. تسوكت فو أنجست. نوخ أيمال تاني. زي زا إن تيف إن دي أوغن und sie sah nichts mehr als seinen Wunsch nach Rache. Rache يعني انتقام. Marla zuckte vor Angst, إن كانت خايفة جدا أو كانت ترتعش من الخوف، wenn er lächelte، عندما ابتسم. Das ist zweiter Beispiel، المثال التاني. Wenn seine Augen vor Angst zucken, weiß ich einfach, dass mein Sohn mich lugt. عندما ترتعش عيناه من الخوف، أعرف فقط أن ابني يكذب علي. Noch einmal, تاني. Wenn seine Augen vor Angst zucken, weiß ich einfach, dass mein Sohn mich lugt. Weiß ich einfach, dass mein Sohn mich lugt. هنا لو تلاحظوا ما جاتش مع الشخص ككل، لكن جت بس مع إن عينه هي اللي بترتعش من الخوف، بمعنى إن حركتها كتير وإنه فتح عينه وقفلها كتير قوي. ودي كمان طريقة ممكن نشوف بيها عادي جدا المصطلح ده، إن هو يجي مع أوجن. Das ist dritter Beispiel. Du siehst nicht in Ordnung aus. Warum zuckst du vor Angst? Was passiert? هو بيقول له أنت لا تبدو بخير أبدا. لماذا ترتعش من الخوف؟ أو لماذا أنت خايف جدا؟ ماذا يحدث؟ noch einmal تاني. Du siehst nicht in Ordnung aus. أنت لا تبدو بخير. Warum zuckst du vor Angst? Was passiert? Warum zuckst du vor Angst? Ausdruck Nummer 4, المصطلح الرابع. Die Augen auf jemand oder etwas haben. بمعنى kümmern. Die Augen auf jemand oder etwas haben. Die Augen auf jemand oder etwas haben. بمعنى الفعل kümmern. يعني سأبقي عيني عليه. بمعنى الفعل kümmern اللي هو يعتني. يعني هعتني بيه كويس جدا. Das ist ein Ausdruck, der die Bedeutung von Überwachung hat, aber ein bisschen auf positiver Seite. يعني المصطلح يحمل معنى المراقبة، إن أراقب حد، ولكن بطريقة إيجابية شوية. يعني مثلا تتقال على طفل أو مريض محتاج عناية أو مراقبة خاصة، يعني بمعنى العناية مش بمعنى المراقبة اللي هو ترصد لشخص. Lasst uns durch die Beispiele mehr verstehen. تعالوا نفهم أكتر من الأمثلة. هو برضو ديالوج، فدي موتا بتقول، الأم بتقول: Jeden Tag, wenn ich einen blauen Fleck am Körper meines Kindes entdecke, habe ich das Gefühl, dass es gemobbt wird. كل يوم أجد كدمة في جسد طفلي ينتابني شعور أنه ربما يتعرض للتنمر. تاني: Jeden Tag, wenn ich einen blauen Fleck am Körper meines Kindes entdecke, habe ich das Gefühl, dass es gemobbt wird. فساعتها اللغرين بترد عليها: Das ist unmöglich, so was hier zu passieren. من المستحيل إن حاجة زي دي تحصل هنا. Vielleicht beim Spielen ist es gefallen. يمكن بيقع هو بيلعب. Aber auf jeden Fall werde ich meine Augen auf es haben. ولكن على كل حال هركز عيني عليه، يعني هحط عيني عليه أو هعتني بيه كويس جدا. Noch einmal تاني: Das ist unmöglich, so was hier zu passieren. Vielleicht beim Spielen ist es gefallen, aber auf jeden Fall werde ich meine Augen auf es haben. Aber auf jeden Fall werde ich meine Augen auf es haben. هركز عيني عليه. Meine Augen auf es, es heide على Kind, haben.
Das ist das zweite Beispiel, im Mithel Teni. Die Krankenschwester sagt mir, dass sie ihre Augen auf meinen Vater immer haben und er hat nie bis jetzt bewegt. أخبرتني الممرضة أن عينهم دائما على والدي وأنه لم يتحرك أبدا حتى الآن. Noch einmal, Tani. Die Krankenschwester sagt mir, dass sie ihre Augen auf meinem Vater immer haben und er hat nie bis jetzt bewegt. Das dritte Beispiel, ein Mithel Telit. Heute Abend gibt es hier eine Party. Hab so deine Augen auf die kostbaren Antiquitäten. بتقول في حفلة هنا النهاردة فخلوا عينيكم على التحف الثمينة يعني خلوا بالكم منها أو حطوا عينكم عليها ما تشيلوش عينكم من عليها حاجة كده. تاني Heute Abend gibt es hier eine Party. Hab so deine Augen auf die kostbare, kostbar يعني شيء لا يقدر بثمن. Antiquitäten, Antiquitäten اللي هي التحف الثمينة. Ausdruck Nummer 5, المصطلح الخامس, für etwas oder jeden die Augen offen haben, überwachen. Für etwas oder jeden die Augen offen haben. Für etwas oder jeden die Augen offen haben. يعني يبقى عينه على, برضو يحط عينه على, بس هنا بمعنى überwachen, يراقب. Dieser Ausdruck ist sehr ähnlich wie der letzte, aber hier hat die Überwachung eine negative Bedeutung. هذا التعبير مشابه جدا للتعبير الأخير, لكن هنا معناه سلبي شوية, معناه بقى ترصد أو مراقبة. Das werden wir verstehbar mit den Beispielen. هنفهم أكتر مع الأمثلة. Das erste Beispiel, المثال الأول. Er hat zweimal zu fliehen versucht. حاول أن يهرب مرتين. Hab deine Augen offen für ihn. رأبه أو خلي عينك عليه. ابقى عينيك مفتوحتين له يعني رأبه أو حط عينك عليه. Das ist zweite Beispiel. المثال الثاني. Ich kann nicht in die Party kommen. Meine Noten wurden so schlimm und meine Mutter hat ihre Augen dieser Tage für mich offen. لا أستطيع الحضور إلى الحفلة. درجاتي أصبحت سيئة للغاية وأمي تضع عينيها علي هذه الأيام. يعني ماما بتراقبني جدا الأيام دي أو هنا معنى مركزة معايا قوي. Ich kann mich in die Party kommen. Meine Noten wurden so schlimm und meine Mutter hat ihre Augen dieser Tage für mich offen. Das dritte Beispiel, in Mithel Telit. Ein Dieb, yani Harami, bikallim. Mach keine Sorge, ma taqlaqshi. Ich habe meine Augen für Gold offen, yani ladayi aynayi muftuhatan lizahab. Wenn ich einen Bescheid von Risto bekomme, werde ich anfangen. Iza talaqayta kalima min Risto, sabda. كلمة يعني إشارة, هاخد إشارة من واحد اسمه غيستون هبدأ على طول. هو بيتكلم بقى عن عملية سرقة أو حاجة, فبقول له ما تقلقش أنا عيني على الذهب. تاني mach keine Sorge, ich habe meine Augen für Gold offen. Wenn ich einen Bescheid von Rosto bekomme, werde ich anfangen. Ich habe meine Augen für Gold offen. يعني حاطط عيني على الذهب. وبكده يكون درس النهاردة انتهى, وإلى اللقاء في درس جديد إن شاء الله.